Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, der jetzt versucht, ein wenig langsamer zu sprechen, weil ich natürlich hier und da ein Vermerk bekomme. Andreas, du sprichst so schnell. Ups, du sprichst so schnell. Ich bin ein Schnellsprecher. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt gewisse Zeitfaktoren und es sind so 2-3 Minuten. Nach 2 Minuten, bis spätestens nach 3 Minuten, werdet ihr sehr unaufmerksam und hört man immer zu, was ich euch zu euch sage. Und somit ist dann der Clip weniger wertvoll. Das kann man auslesen bei YouTube. Man sieht natürlich, wie lange der Zuschauer aktiv bleibt, wie lange hier oben die Birne mit funktioniert. Und bevor die abkackt, halte ich meine Clips schnell, klar und kurz, hoffe ich zumindest. Also folgendes. Und zwar über Motivation zu Beginn des Trainings. Immer wieder erlebe ich es, dass viele Trainierende, wenn sie anfangen, am Anfang sehr motiviert sind und alles auf einmal machen möchten, beziehungsweise 6-mal ins Training, 7-mal ins Training, 2 Stunden, die tollsten Übungen, Ernährung, alles umstellen und sofort muss alles funktionieren. Das funktioniert leider nicht so. Der Mensch zerbricht in der Regel am eigenen Leistungsdruck, nicht am fremden Leistungsdruck. Nehmt euch Zeit, gerade in der Anfangsphase. Nehmt euch Zeit, euer Training richtig zu strukturieren, Trainingsplan bzw. Zeitplan aufstellen, wann geht man trainieren, wann habe ich Zeit, 3-mal in der Woche, okay, zu welchem Zeitpunkt fest einplanen. Das gleiche gilt für die Ernährung, baut eine saubere Struktur auf, wann geht ihr einkaufen, wann richtet ihr euer Essen und so habt ihr das viel, viel einfacher. Und geht bitte Step by Step vor, übertreibt es nicht, gerade in der Anfangszeit. Ich erlebe es immer wieder, gerade die, wo am Anfang so extrem motiviert sind, die am liebsten alles auf einmal machen würden. Das sind die allerersten, die auf jeden Fall Leistung verlieren, die auf jeden Fall Unlust haben zum Trainieren. Aber da ist kein Trainingsplan dran schuld, da ist auch kein fremder Mensch dran schuld, da seid ihr selbst dran schuld, weil ihr am Anfang die gesamte Thematik überzieht. Also habt Geduld, das ist ein Training von langem Atem, beziehungsweise bei allen Sportarten, bei allen guten Sportarten, bei allen schönen Sportarten, bei allen Sportarten, wo man gut sein will, besser als alle anderen, benötigt man auch eine gewisse Grundzeit. Nicht nur 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen. Also, seid geduldig, überzieht das Ganze nicht und ihr werdet definitiv euer Wunschziel erreichen im Zeitfaktor, Zeitfenster X. Bis dahin, alles Gute, Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, der immer sehr schnell spricht. Bis demnächst.